Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Pilates Power Workout Stunde. Ich bin's, eure Alex, und freue mich sehr, dass du dabei bist. 30 Minuten effektives Pilates Training von Kopf bis Fuß. Schnapp dir deine Matte, rolle sie aus und starte mit mir ins Warm-up. Gefällt dir dieses Video, freue ich mich mega über ein Like von dir und abonniere gerne meinen Kanal, so verpasst du ganz sicher kein weiteres effektives Pilates Workout mit mir. Du kommst an auf deiner Matte, dass du die Matte vor dir hast. Du beginnst mit deiner Pilates-Atmung ein durch die Nase, ausatmen, leicht geöffneten Mund. Mit der Ausatmung Muskelkorsett aktivieren, Beckenboden, Bauchdecke zu dir ranziehen. Führe nun mit der nächsten Einatmung die Arme nach vorne oben. Atme aus, senke sie ab. Deine Schultern tief, weit weg von den Ohren. Ein ganz kurzes Pilates-Warm-up. Dann legen wir auch schon los. Noch zwei weitere. Ein letztes Mal noch atme ein. Bleibe oben. Ausatmen, zieht der rechte Arm über den Kopf, eine Seitneigung. Einatmen in die Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Linker Arm zieht über den Kopf. In die Mitte. Wiederhole beide Seiten. Wiederholungen. Seitneigung, rechter Arm über den Kopf. Forme die Wirbelsäule zum Halbmond. Noch einmal beide Seiten. Danach stoppst du in der Mitte. Du atmest aus, du rotierst um die eigene Achse, du beugst dabei ganz leicht die Knie an. Du atmest ein, du streckst die Knie und rotierst die Kniebeuge zur anderen Seite. Atme aus, Rotation, ein, Mitte. Vier Wiederholungen. Sanftes Anbeugen der Knie, kaum sichtbar. Letztes Mal noch. Dann löse die Arme über die Seite. Komme ausatmend in den Standing Wall Down. Vom Kopf beginnend rolle Wirbel für Wirbel ab. Spanne Bauchbeckenboden an und roll auf. Groß machen, verlängern und roll wieder ab. Kopf, Hals, Brust, Lendenwirbelsäule. Und mit der Zentrierung, mit der Anspannung vom Muskelkorsett rollst du auf. Noch zwei weitere Male. Beende jetzt unten in der abgerollten Position. Mit der Einatmung beuge die Knie an. Mit der Ausatmung strecke sie, soweit es möglich ist, und schau durch die Beine hindurch. Beuge, einatmen, ausatmen, strecken, durch die Beine hindurch schauen. Noch zwei weitere Male. Ein letztes Mal noch. Bleibe für einen kurzen Moment in einer maximalen Vorneige. Lass dich so ein bisschen ausbaumeln. Die Arme ziehen schwer nach unten, der Kopf auch. Und wir beginnen jetzt, Achtung, wir wandern mit den Händen nach vorne in ein langgestrecktes Brett. Spannung von Kopf bis Fuß. Die Schultern ziehen tief. Die Bauchdecke hebt deine gesamte Wirbelsäule an. Atme aus, beuge das rechte Knie. Atme ein, strecke es. Aus, das linke Knie. Strecken jetzt beide. Im Wechsel beginnen. Rechts, einstrecken. Links, einstrecken. Beide Knie aus, ein. Noch einmal wiederhole. Beuge ganz leicht die Ellbogengelenke an und dreh die Ellbogeninnenseiten zueinander. Letzte Wiederholung.
Knie beugen an. Strecke, ausatmen, Sitzbeinknochen zur Decke, upstretch. Atme ein, komm ins Brett zurück. Atme aus, Sitzbeinknochen zur Decke, werden tief. Einatmen, Brett. Noch einmal. Gebe die Kraft voll von deinen Handflächen nach oben zur Decke in ein spitzes Dreieck. Letztes Mal noch. Und bleibe. Beende wieder in der Handstützposition. Atme aus, öffne dich jetzt zu mir. Ziehe die Hand zur Decke. Atme ein, setze ab. Öffne zur anderen Seite aus. Ein. Achtung, aus, öffnen. Einatmen, schieb das Becken zur Decke, den Arm über den Kopf. Aus, senke. Dreh dich zurück, einatmen, ausöffnen, das Becken, der Arm zieht weit über den Kopf, senke ab und dreh dich kontrolliert zurück, aus, ein und zurück. Denke an deine Zentrierung, die Kontrolle in deiner Körpermitte. Bereit? Wir fügen noch eine weitere Bewegung hinzu. Aus, ein, aus die Rotation durch den stützenden Arm, zieh dich wieder lang nach oben, setze ab, wechsel auf die andere Seite, aus, Arm über den Kopf, Seitneigung, die Rotation, eine Wiederholung noch, dann hast du es. Langstrecke, abwechseln. Bereit? Letzte Wiederholung. Stoppe jetzt im Handstütz. Atme aus, upstretch. Bleibe in der Position. Bewege langsam dein rechtes Bein. Zieh es kraftvoll zwischen die Hände nach vorne. Richte dich nach oben auf. Zieh die Schultern tief, aus tief, ein nach oben, Anspannung, Bauch, Beckenboden, komm tief und ein hoch. Drei noch, wir steigern jetzt gleich. Bleibe in der Bewegung drin, löse mit dem Einatmen dein hinteres Bein, komm in die Tabletop-Position nach oben, Balance, setze wieder weit nach unten ab, sinke tief, komm nach oben, noch vier weitere, noch drei, viel Fokus, viel Konzentration, jetzt Kraft und Beweglichkeit zusammen. Achtung, noch einmal. Wir steigern, komme wieder tief, löse dein hinteres Bein ein, Standwagge aus, die Arme eng am Körper, Tabletop Position, komme wieder tief in den Lounge, aus. Ein, lösen, Standwaage. Wieder nach oben, sinke tief. Wiederhole in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Man muss sich konzentrieren. Gleichgewicht ist auch extrem tagesformabhängig. Aber natürlich auch Training, ne? So ist das nicht. Letzte Wiederholung und beende oben in deiner Standwaage. Halte die Position. Spann den Bauch an, spann den Beckenboden an. Kräftig.
Standbein, hat eine kleine Beugung im Kniegelenk. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und setze dein linkes Bein ab. Komm zum hinteren Mattenrand wieder. Bereite dich vor, Standing, Roll Down. Rolle die Wirbelsäule ab. Lege jetzt beide Hände auf die Schienbeinkante. Zieh dich über einen Tisch nach vorne. Umfasse die Waden, zieh dich ran. Lass die Arme nach vorne fallen und roll wieder auf. Das Ganze noch einmal. Runden. Lang nach vorne. Ranziehen. Fallen lassen, aufrollen. Okay, wir gehen weiter. Rolle Wirbel für Wirbel ab. Wir kommen erneut in den Handstütz. Wander nach vorne. Baue wieder Spannung auf von Kopf bis Fuß. Bauchdecke hebt die gesamte Wirbelsäule wieder an. Atme aus, twiste nach rechts unten das Becken. Ein in die Mitte. Ausatmen nach links unten. In die Mitte. Wiederhole. Denke an deine tiefen Schultern, den Fokus auf die Ausatmung lenken, dass du dort stabil bist, in deiner Körpermitte. Noch 2 Wiederholungen twisten. Letztes Mal noch. Und stoppe. Komm ausatmen, in den Upstretch jetzt. Einatmen, löse die Ferse. Ausatmen, schieb sie tief in die Matte hinein. Komme wieder ins Brett. Ausatmen, upstretch. Fersen lösen ein. Aussinken. Komm ins Brett. Wiederhole. Schiebe dich wie immer weg in ein gedachtes, spitzes Dreieck. Noch 3 Wiederholungen. Beende mit mir gleich im Handstütz. Und jetzt öffne dich mit deiner Einatmung. Wir drehen die Atmung um, zieh dich zur Decke. Atme aus, setze ab. Einatmen, die andere Seite. Absetzen. Achtung! Einatmen, öffne. Ausatmen, hebe dein Bein an. Setze es ab und dreh dich zurück. Aus. Ein. Aus. Zurück. Wiederhole. Auf Gleichgewicht. Drei Wiederholungen.
Danach kommt die Tabletop-Position. Dein hinteres Bein begrüßt. Breit. Löse. Komm hoch. Atme aus. Sinke tief. Löse so früh wie möglich dein hinteres Bein, sodass die Kraft aus dem vorderen linken Bein herauskommt. Sehr gut. Wieder volle Konzentration. Leicht dreht. Jetzt kommt die Standwaage dazu. Aus. Ein nach oben. Standwaage zurück. Nach oben. Komm wieder tief. Suche den Fixpunkt im Raum, um dein Gleichgewicht besser auszurichten. Das hilft. Geschafft. Noch zwei Wiederholungen. Die letzte noch. Beende in der Standwaage. Kleine Holding Position. Halte. Anspannung Bauchbeckenboden. Dann eine kleine Beugung. Noch 4, 3, 2, 1 und setze dein Bein ab. Bleibe direkt vorne, roll Standing Wall down, deine Wirbelsäule ab. Lass dich einen kurzen Moment ausbaumen. Dann beuge die Knie an und komm runter auf deine Matte. Strecke Beine lang aus, die Wirbelsäule verlängerst du. Arme heben auf Schulterhöhe an. Atme aus, kippe das Becken, verlagere das Gewicht hinter die Sitzbeinknochen. Einatmen, Länge. Aus, stoppe jetzt hier. Nehme eine zweite Ausatmung, komme etwas tiefer, komme wieder nach oben ein. Drei Atemzüge. Aus, eine Pause. Nummer zwei. Flache Bauchdecke, Nummer 3. Und wachse nach oben, das Ganze über 4. Auf, eine Pause. Nummer 2. Nummer 3. Und beim vierten Mal legen wir uns rund nach unten ab. Die Arme kommen direkt hinter den Kopf. Kopf-Schultergürtel rollt jetzt auf. Von oben nach unten jetzt sozusagen. Den Beckenboden aktivieren, die Körperöffnungen verschließen. Stelle dir eine Jeanshose vor, die ist 6 Nummern zu eng, dort möchtest du reinpassen. Die Beine sind geschlossen, die Füße lang gestreckt. Mit der nächsten Ausatmung rollst du Wirbel für Wirbel nach oben, in den Roll-Up mit mir nach oben auf. Tauche ein, zieh dich diagonal, flexe die Füße. Kippe das Becken, 4 Atemzüge abrollen. Eine Pause. Nummer 2, Schultern tief. Nummer 3, beim vierten Mal ablegen. Breite dich vor, 2-mal crunchen. Und beim dritten Mal, beim nächsten Mal sozusagen, rolle vom Kopf beginnend auf. Jeder Wirbel verlässt einzeln die Matte, tauche ein, flexe die Füße, zieh dich lang nach oben. 4 Atemzüge abrollen. Letztes Mal ablegen. 2-mal Crunch. Variation, rolle nach oben auf, alles bleibt unverändert, strecke dich,
großen Armkreis, Fingerspitzen zum Becken. Brustbein hebt an. Ausatmen, umgedrehte Stütz. Einatmen, senken, bleibe im Stütz. Aus, hoch. Noch zwei weitere Male. Letztes Mal noch. Aus. Setze ab. Wachse nach oben. Vier Atemzüge abrollen. Aus. Ein Pause. Nummer zwei. Nummer drei. Und beim vierten Mal ablegen. Zwei Crunches. Erneut. Aus. Beckenboden anspannen, flache Bauchdecke beim Auf- und beim Abrollen, das ist ganz wichtig. Rolle jetzt auf, tauche ein, denke an den Stütz, der kommt noch dazwischen. Viermal Stütz, Fingerspitzen zeigen zum Becken. Senke ab, halte so eine kleine Spannung. Gar nicht ganz das Becken auf der Matte absenken, nur ein kleines bisschen berühren. Aus, hoch. Ein. Wir bleiben im Stütz. Achtung, Variation. Ausatmen, heben. Ellenbogen beugen, wie einen kleinen Dip. Ein. Aus, groß. Ein, absetzen. Das Ganze noch dreimal. Bereit, noch zwei. Ausheben. Ein, Ellenbogen beugen. Wichtig deswegen, die Fingerspitzen müssen zum Becken zeigen. Dann funktioniert das nicht so gut. Beugen. Schieb dich lang nach oben und senke ab. Strecke dich. Vier Atemzüge abrollen. Aus. Ein, Pause. Nummer zwei. Nummer drei. Und beim vierten Mal lege dich nach unten ab. Bleibe unten. Arme rechts und links neben dir. Rechtes Bein über die Matte beugen. Nach oben zur Decke strecken. Maximal gestrecktes Kniegelenk. Beginne mit den Leg Arcs. Das Bein zieht weit raus. Der Fuß flext. Dein Bein kommt zurück. Aus. Durch den leicht geöffneten Mund. Körpermitte angespannt. Ein. Noch drei. Linke Bein bleibt ruhig und kontrolliert. Wenn es nicht gehen sollte, kannst du es auch aufsetzen. Letztes Mal noch. Übergang Bicycle vorwärts. Lang, beuge, Fußflex. Strecken. Ausatmen. Immer mehr und mehr aus deiner Hüfte heraus wachsen lassen. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal noch. Seid ihr bereit? Die letzten sechs Wiederholungen, das Ganze rückwärts. Erst beugen. Lang nach vorne, flexen, zurück, beugen, flexen, zurück, ausatmen, Muskelkorsett ist aktiv, drei Wiederholungen noch, vielleicht merkst du jetzt so ein bisschen die rechte Leiste, rechte Beinmuskulatur, okay, einmal noch und dann beendest du oben, hältst du einen kurzen Moment. Dein Bein zum Kopf. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lege das rechte Bein ganz lang auf deiner Matte ab. Die Arme hinter den Kopf. Bereite dich vor, zweimal Crunch. Aus, runde, ein, ab. Noch einmal. Jetzt der Roll-Up. Und nach oben aufrollen. Tauche ein. Achtung, flexe die Füße. Veränderung. Rotiere um die eigene Achse. Ausatmen. Ein, Mitte. Aus. Rotation.
Achtung, Armkreis, Fingerspitzen jetzt zu den Seiten. Umgedrehten Stütz, komm hoch, aus. Ein Absetzen, nach oben wachsen. 4 Atemzüge abrollen, aus. Ein Pause. Nummer 2. Nummer 3. Und beim vierten Mal lege dich ab, Arme zurück. Jetzt komme direkt in den Roll-Up. Ohne Vorbereitung über den Crunch. Flexe, richte dich auf. Rotation, rechts, links. Noch einmal. Jetzt in den umgedrehten Stütz, Fingerspitzen zeigen zu den Seiten. Bleibe jetzt oben. Halte die Position. Das rechte Bein wird gebeugt. Bicycle, rückwärts. Noch 5. Noch 4. Gleich geschafft. Noch 3. Noch 2. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine sehr intensive Übung. Okay, geschafft. Setze das Becken ab. 4 Atemzüge abrollen. Eine Pause. Wir beenden unten für die linke Beinseite. Und leg dich ganz ab. Linke Bein kommt vorbereitend nach oben. Beginne mit den Leg Arcs. Das linke Bein zieht raus. Flexen. Ein zurück. Das rechte Bein ruhig und lang abgelegt. Alternativ kannst du es auch aufsetzen. Bereit? Wir verändern die Bicycle-Bewegung vorwärts, okay? Los geht's. Noch 3. Noch 2. Einmal noch. Und das Ganze rückwärts. Noch 4. Letztes Mal noch, beende oben für die Bounces. Gestrecktes Knie, maximal angezogenen Fuß, Feder. Noch 4, 3, 2, 1 und lege dein Bein jetzt lang auf der Matte ab. Die Arme hinter den Kopf. Atme aus, zweimal Vorbereitung, Kopf, Schulter, Gürtel. Ablegen. Noch einmal. Jetzt den gesamten Roll-Up. Rolle auf. Tauche ein, die Rotation oben. Öffne dich. Andere Seite. Umgedrehten Stütz. Einmal hochschieben. Komme direkt wieder nach unten. Das letzte Mal 4 Atemzüge abrollen. Okay, rolle jetzt direkt mit mir nach oben auf. Tauche ein. Rotation. Okay, seid ihr ready? Im Stütz bleiben gleich. Vorbereitung, Bicycle rückwärts, linkes Bein, aus. Ein Ablegen. Schultern geöffnet. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Letztes Mal noch. Und senke nun dein Becken ab. Flexe die Füße und lass dich einmal nach vorne absinken. Du hast
hast das Workout geschafft. Bleibe einen Moment in der Vorneige und lass die Atmung fließen, ruhiger werden lassen. Rolle vom Becken beginnend auf. Setze die Füße auf. Schiebe dich in die Hocke. In eine halbe Vorneige. Das rechte Bein zurück. Das linke Bein zurück. Einen langen Upstretch noch. Wander mit den Händen Richtung deiner Füße. Lass dich ausbaumeln. Umfasse dazu jetzt mal deine Ellenbogen. Noch zwei. Arme fallen nach vorne, Körpermitte spannt an, roll nach oben auf. Zum Schluss den Kopf, atme tief ein, die Arme ziehen nach oben, atme aus, Füße. Noch einmal tief ein und aus. Eine letzte tiefe Einatmung noch, du schließt die Hände, du atmest aus. Ich bedanke mich bei euch zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.